Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wasteland 2. Wir waren gerade eben aus der Ranger-Zitadelle rausgekommen und machen uns jetzt auf den Weg ins Ödland, haben aber noch hier so ein bisschen Geseier von der Radiostation uns anzuhören. Also scheint es wichtig zu sein, mit euch in Funkkontakt zu bleiben. It is vital that all teams stay in radio contact with me here at the base. We get distress calls from all over our jurisdiction and sometimes beyond. Towns or farms or mines being attacked by raiders, mutant beasts, what have you. We field those calls here and then dispatch whichever team is closest to the problem. Ja, also mutierte Bestien klingt gut. Until now, Woodson's been our dispatcher. But Ace's death made me realize I've spent too many years in my office, walled off from the world and how it's changing. I need to know what's going on out there, and I figure the best way to do that is to start listening to the people's. Don't let that make you self-conscious or nothing. Okay, Ranger out. Gut. 10-4 Echo 1, carry on. Ranger Command out. Gut. Wir haben also. Okay, da brauchen wir 4, 5, 3. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hin müssen. Wir sind hier, müssen da irgendwo hin. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach erstmal in die Richtung, weil ich ja sonst keine Ahnung habe. In der Hoffnung, das war irgendwo mal. Okay. Wahrscheinlich werden wir es gleich sowieso angegriffen oder sowas. Ah, okay, da sieht man das. 53 von 60 haben wir jetzt. Okay. Wahrscheinlich laufe ich hier gerade. Okay, da schlägt gerade auf jeden Fall mal was an. Wieso benötige ich das 5? So, ist die Richtung denn überhaupt noch richtig, die wir gerade einschlagen? Ich hoffe. Oh, cool. Plünderer, das sieht für mich wie eine Oase aus. Lauf, 75% Wahrscheinlichkeit. Und ich würde sagen, wir greifen ihn direkt einfach an. Weil ich will wissen, wie das Kampfsystem aufgebaut ist. Von daher wird es mal langsam Zeit, dass wir uns dem. Mich mit dem beschäftige vor allen Dingen. Okay, wo sind wir denn jetzt hier? Ah! Okay. Wir haben noch einen Scharfschützen hier bei uns, oder? Kollege. Prozent. Okay. Ist jetzt nicht so viel. Komm, volle Wumme. Ups. Daneben! So ein Scheiß. Okay, der hat ein AP bekommen. Kann der denn nochmal direkt? Ich glaube ja. 63%, vielleicht schaffen wir es ja. Verdammte Kacke. Okay, jetzt ist der nächste dran, ne? Bewegen wir den erstmal ein bisschen weiter nach vorne. Pilz ist dran. Pilz könnte. Pilz geht mal hier hin. Der Onkel Scotchy, der bleibt erstmal ganz weit hinten, würde ich sagen. Wobei, nee, der muss ja eigentlich, das geht schon mal gar nicht, okay. Der Onkel Scotchy, der muss ja auch mal sich am Kampf beteiligen, sonst wird er ja hin. Nein, Pilz, nicht du. Wie will ich denn jetzt aus? F1, glaube ich. Oder muss ich jetzt wirklich noch mit der weitermachen? Okay, man muss wirklich alle AP immer verbrauchen. Du läufst jetzt erstmal hier hin und dann gibst du dem einmal voll aufs Brötchen. Getroffen! Wow, 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 der ist biestig. Pfui, geh weg! Okay, der ist nicht dran gekommen und er kommt auch nicht dran. Okay. Einigermaßen okay. Wer ist das jetzt hier? Das bin ich selber. Ich mit meinem Stock. Hervorragend. Na, dann lauf mal, Burschi. Einen von 11 hat der nur noch. Der will mich aber, glaube ich, natzen hier. Nein, nicht genug AP. Scheiße. Wieso nicht? Ach, 4 Stück bräuchte ich dafür. Ach, Mist. Und dann gehen wir wieder aus dem Nahkampf raus. So, und der Johnny hier mit seinem Messer, der geht mal hier hin.
Und kann ihn jetzt leider auch nicht mehr angreifen. Na super, das heißt, dann können wir hier wieder auch wieder zurückgehen. Super, jetzt ist er dran und der kommt, glaube ich, an, leider. Oder? Au! Nahfeinde stören beim Zielen. Minus 20, okay. Wo ist der eine Typ denn hin, sag mal? Der hat nur noch 1 HP, das wäre Quatsch, darauf zu schießen. Aber nehmen wir den mal. Au! Getroffen! Sehr schön. Dafür hat man halt einen Scharfschützen. So. Komm und hol's dir, Zuckerarsch. Ja, genau so artikuliert man sich hier. So, du gehst erstmal hier drüben hin. Und gibst dem dann jetzt eine Schrotflinte. Sehr schön. Und dann gehst du wieder aus der Reichweite raus. Und die Pilz. Kann die sich selber was rein? Wie viel hat die denn noch? Die hat 15 von 20 noch. Schmerztabletten heilen 12 Konpunkte. Das wäre ein bisschen sehr viel, ne? Ein Feldarzt sollte Hitpoints wieder her und kann mit Hilfe von Arzneimitteln werden und nach dem Kampf allerlei Wehwehchen versorgen. Ja, dann heil dich mal selber, würde ich sagen. Lass das mir lieber sein. Ach, den wollte ich doch eigentlich angegriffen haben. Egal. Das macht der Onkel Scotchy. Und die Trulla läuft jetzt hier einfach noch ein bisschen durch die Gegend. Daneben. So. Onkel. Warte mal, das ist doch gar nicht der. Dann gehst du jetzt mal hier rüber. Ich darf nur 6, 7, 5 ausgeben eigentlich. Sonst komme ich da nicht mehr bei. Egal. Lauf einfach dahin. Freu dich drüber. Alter, nicht doppelt schießen. Zählt nicht. So. Wieso haust du denn daneben mit deinem Stock? Hau noch mal. Nicht dann... Ist jetzt echt nicht wahr, oder? Reloaden kostet 6, aber machen wir trotzdem mal eben. Nachladen, wo ist denn Nachladen? Wahrscheinlich eher. Alles klar, funktioniert. Und dann laufen wir mal ein Stückchen nach vorne. Und... Oh, super, der hat 2, der hat 1. Das lohnt sich irgendwie alles nicht so richtig, aber wurscht. Gehen wir einfach mit. Daneben. Dein Ernst? 42%? Steht da direkt vor dir! Dankeschön! So. Dann läufst du bitte nochmal nach hier oben. Und der Typ ist nicht dran. Okay, dann kriegst du einen mit dem Stock. Einmal nach hier drüben und dann bitteschön 78%. Ich hoffe, das klappt jetzt. Natürlich nicht. Hervorragend. Also wieder weg. Ja, die können alle zielen, das sind echt Helden. Ein AP und angreifen bitte. Schöne Geräusche als übrigens. Sehr eklig ein bisschen. Begegnung beendet. Können wir jetzt noch... Schnittmeister. Haben das jetzt alle die Erfahrungspunkte gekriegt oder wie sehe ich das? Ich bin jetzt gerade noch ein bisschen verwirrt. Koordinierung 7, Glück 2, Bewusstsein 7. Das ist Mad. Nee, das ist Cold Eye. 4, 5, 5. Ja, das ist ja ausgeglichen, der Typ mit seinem Stock. Kann ich. Ah, okay. 68 von 300. Naja. Na, immerhin. Warte mal, was war das gerade? Gruppenfeldflasche. Ah, okay. Strahlenschutz 0. Okay, so langsam steige ich durch. Jetzt ist aber erstmal Plündern angesagt. Alles mitnehmen, vor allen Dingen die guten Sunglasses of Evil. Die gehören über... Was? Ja, nimmst du auch... Ah, okay, der geht jetzt automatisch alle durch. Sonst haben wir aber, glaube ich, nichts mehr, oder? Sie haben irgendwie eine Trophäe aufgestellt, ja, hervorragend. Gibt es denn da noch irgendwas zu untersuchen? Würde mich jetzt gerade mal... Warte mal, da? Ne, ist auch nix. Oder? Ne, da ist nix. Scheinbar gibt's hier nichts weiteres. Oder? Nö, das heißt, wir können wieder rausgehen. Dann macht euch mal auf den Weg. Zum Auffüllen hattet ihr leider nichts.
Schaut aus, als ob er es fast geschafft hätte. Ja, aber auch nur fast, würde ich sagen. So, alle Mann wieder raus ins Wasteland. Und dann hoffe ich, dass sie hier irgendwo mal Wasser auffüllen können. Irgendwas ist ja gerade aufgeplöppt. Ach, das ist doch eine Oase. Ja, bitte füllt eure Feldflaschen auf. Wir haben zwar noch nicht besonders viel benutzt, aber wurscht. So, dann gehen wir erstmal hier rüber, ein bisschen weiter. In die Richtung stimmt ja, ne? Ja. Oh, wir sind fast da, cool. Ah, okay, hier ist der Radio Tower. Wir könnten natürlich jetzt direkt dahin. Oder jetzt erstmal ein bisschen rumstreifen. Wir wissen ja, dass da eine Oase ist. Das heißt, so richtig Problemchen kriegen wir jetzt nicht, was das Wasser angeht. Deswegen können wir noch ein bisschen durch die Gegend tirillieren, vielleicht. Ja, ich glaube, da sollten wir nicht unbedingt reingehen. Das sieht ein bisschen giftig aus. Ja, möchte ich. Ich möchte gerne wieder einen Kampf machen und danach gehen wir nochmal Wasser auffüllen und dann auch schon direkt, oh, die sind aber nah dran, du. Na super. Wer ist denn jetzt... Wow. Okay, da oben ist die Timeline. Okay, wir haben den Sniper. Der Sniper, der kann... Wo kann der da eigentlich? Der kann 1, 2... Wo ist der dritte? Waren das 3 oder 4? Ne, das waren nur 2. Auch gut. 63% Chance. Ich würde sagen, die nutzen wir mal gerade. Wie viel Schuss haben wir denn noch? Egal, voll drauf. Voll daneben. Alter, du bist ein Scharfschütze, du kannst dich daneben ziehen. Lauf mal ein Stückchen vor und dann 38%. Das wird ja immer besser hier. Ja, komm, 59 kann klappen. Klappt natürlich nicht. Kann ich nochmal? Nee, kann ich leider nicht. Wer ist jetzt dran? Ach, der Onkel. Die Onkeline vielmehr. 87% auf die Entfernung. Weißt du, der Scharfschütze steht zwar 2 Blöcke weiter vorne, aber der hat nur 63, weil der ist ja total der Held. Treffer! Und versenkt. Jo, dann eier mal ein Stückchen weiter nach vorne. Oh, das ist noch ein dritter. Daneben! So, der Onkel ist dran. Der kann 6 Stück. Der braucht aber noch 2 zum Angreifen dann. 4 zum... Alter, mit dem Knüppel braucht der 4 AP. Das ist ein ganz schön schwerer Knüppel auch, muss man sagen. Der und sein Stock. Messer braucht nur 3, weil ist ja, ne? Leicht verarbeitet, das Ding. Ah, komm, wurscht, stellen wir es mal da drüben hin. Wer ist dann dran? Der Onkel Scharfschütze wieder mit 62%. Der ist als erstes dran. Probieren wir es mal aus. Getroffen. Sehr schön. Und die Trullala ist wieder dran. Aus nächster Nähe drauf, klar. So, dann hauen wir aus dem Nahkampf ab. Wie viel hat die noch? Noch 3. Eiowei. Die hat 49% Chance. Ich brauche 3 AP. Also 5 kann ich laufen. Komm. Ladehemmung. Nicht dein Ernst. Oh nu, wie kriege ich denn das Ding jetzt wieder gefixt? Ah, okay, das ist die. Ja, funktioniert leider nicht. Wir gehen mal weg. Hau daneben. Ach, Mist. Kann ich nicht irgendwie skippen einfach mal? Scheim beendet Zug. Ah, so geht's. Okay. Komm, du hast nur einen. 25%. Du mit deinem Stock. Der wird sich doch wohl bezahlt machen. Daneben, hervorragend. Kannst du nochmal hauen? Jawohl. Und daneben, der Stock. Oh, doch nicht daneben. Der ist, glaube ich, gerade einfach eines natürlichen Todes gestorben. 15 Erfahrungspunkte. Aktion Warteschleife. Was? Okay. Alles klar. Beute. Ist automatisch alle Feinde in ihrer Umgebung deines aktiven Rangers ausnehmen. Beute kann durch Ziehen einzelner Gegenstände auf die Charakterbilder oder durch Take All Button. Okay. Aktionspunkte, ja, das habe ich schon mitgekriegt. Das habe ich ganz alleine verstanden. Ja, komm. Ja, komm, ist gut. So. Aufsammeln. Aktiver Ranger ist mein Onkel hier und
Aufsammeln. Schön mal alles rauspopeln. Hey! Eine Machete, sehr schön. Nimm alles, das ist Wundnähmaterial. Das kriegt unser Onkel Pilz. Oder Tante Pilz, was auch immer. Nimm alles, haben wir alles gefunden. Sehr schön, wo muss ich wieder rausgehen? Ich glaube... Da, okay. Nicht, dass da jetzt gleich noch einer steht. Ich glaube aber eher nicht. Willst du Gegenstände oder Fertigkeiten? Schnellleiste. Ja, habe ich schon gemacht. Die Schippe ist drinne. Aber ich sollte mal ganz kurz eben das Inventar checken. Und das mache ich jetzt gerade mal eben. Ja. Jetzt hat der praktischerweise, der hat dummerweise die 5 vom Nummernpad auch für die Dinger. Also machen wir mal Ende. Ich wollte das Inventar noch kurz öffnen. Und ich wollte die Machete als Hauptwaffe nehmen. Das können wir alles so behalten. Das ist unwichtig. Der Erste-Hilfe-Kasten. Den kriegt Pilz. Munition. 38er Munition. Wer braucht denn 38er Munition? Du brauchst 38er Munition. Und Pilz braucht auch 38er Munition. Okay. Das könnten wir eigentlich mal als Sekundärwaffe... Ja, genau. Und die anderen Sachen verteilen wir gerade mal eben. Als Schrottmarkier. Nein, eher nicht. So, kriege ich dann jetzt einfach mal die Pilz. Und zwar 8 Stück. Und die anderen 8 kriegt... wer war das noch? Ah ja, hier, der Typ da oben. So. Schön aufgeteilt, hervorragend. Klose. Damit können wir jetzt auch das Gebiet wieder verlassen und wir sind auch schon wieder am Ende angekommen. Deswegen sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder und bis denne.